Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Coop Restaurant offeriert Ihnen über die Festtage zwischendurch Aktionen, besondere Weihnachtsmenü, ein richtiges Schlaraffenland, das einem für wenig Geld an mehr als 150 Standorten in der ganzen Schweiz offen steht. Übrigens auch hier im Personalrestaurant im Hauptsitz von Coop, wo wir heute schon zum dritten Mal zu Gast sind. Coop macht Ihnen aber auch sonst das Planen und Gestalten der Festtage besonders leicht. Mit einem grossen Angebot, mit günstigen Preisen und mit frischen Fertiggerichten, Vorspeisen, Apero-Häppchen und exotischen Früchten von Betty Bossi. Die Früchte sind wie alle Exoten am besten, wenn man sie voll ausgreift, süß und saftig, direkt nach dem Ernten möglichst schnell geniessen kann. Auf der Plantage wird der Reifeprozess genau beobachtet. Erst wenn der Höhepunkt erreicht ist und die Frucht die afrikanische Sonne voll ausgenutzt hat, wird mit Ernten angefangen. Während der Eingangskontrolle werden die Früchte auf Saft und Süßigkeit untersucht. Dann hygienisch geschält, geschnitten und ohne jede Zugabe von Konservierungsmitteln oder Zucker abgepackt. Noch eine letzte Kontrolle, wo die süße Fracht einer lückenlosen Kühlkette anvertraut und von Kühlfahrzeugen zum Flughafen gebracht wird. Dort werden sie in Empfang genommen und 4 bis 5 Mal pro Woche in die Schweiz geflogen. Schon am übernächsten Morgen liegen die Exoten von Betty Bossi bei uns im Kühlregal. Die Ananas zum Beispiel nur 4 Tage, nachdem man sie in Afrika geerntet hat. Frischer geht es wirklich nicht mehr. Heute vergisst man gern, dass die Ananas bis vor 100 Jahren eine absolute Rarität und nur für wenige erschwinglich war. Erst 1901 ist es einem gewissen James Dole in Amerika gelungen, die begehrte Frucht in Dosen abgefüllt über grössere Entfernungen zu transportieren und auch den gewöhnlich Sterblichen zugänglich und erschwinglich zu machen. Die Königin der Früchte, wie die Ananas wegen ihrem Geschmack, dem Duft und dem Aussehen noch immer heisst, gehört heute für uns zum Alltag und erst recht zu den Festtagen. Von nicht so weit her, nämlich aus der Innerschweiz, kommt der Armin Amrain. Salut Armin. Salut Susanne. Dass die Ananas sehr dekorativ ist und dass man damit einen feinen Fruchtsalat machen kann, ist allgemein bekannt. Du hast uns aber einen speziellen Dessert mitgebracht, Armin. Richtig. Es ist ein köstlicher Ananasgratin mit einer Glacekugel. Grüezi miteinander. 1 Eigelb mit 20 Gramm Puderzucker schaumig geschlagen und 20 Gramm Magerquark dazugeben. 1 Eiweiß steif schlagen, 10 Gramm Zucker einrisseln und unter Quarkmasse heben. 3 Esslöffel geschlagener Rahm, ebenfalls vorsichtig drunter ziehen. Frische Ananasscheibli in tiefe Teller verteilen und ein paar in Rum marinierte Sultaninen drüber streuen. Gratinmasse drauf verteilen und im vorgeheizten Ofen bei Oberhitze überbacken. Dann der Ananasgratin sanft mit Puderzucker bestäuben und mit einer erfrischenden Glassekugel servieren. Danke, Armin. Tropical Gold, Ananas von Dole und alles Weitere, was Sie für das lustige Dessert brauchen, finden Sie natürlich bei uns im Festtagssortiment, neben weiteren Produkten zum Abrunden des Weihnachtsessen. Ausnehmend gut auf einer Käseplatte machen sich neben den bekannten Halbherd- und Herdkäse Spezialitäten wie der Camembert Calvados, der Brie Doppelrahmfrischkäse mit Trüffel- oder Schnittlauchfüllung und der besonders dekorativ Brie Etoile, ein Rahmweichkäse in Sternform. Und bei den Glacetourten gibt es dieses Jahr neben den beliebten Klassikern wie Schwarzwälder, Vacherin und Soufflé Grand Marnier auch Neuheiten von der italienischen Marke Tre Marie. Das war es für heute. In einer Woche feiert auch das Mittwochstudio Weihnachten. Das ganze Team wünscht Ihnen darum schon jetzt schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. News von Coop gibt es wieder am 7. Januar. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Danke fürs Zuschauen, einen schönen Abend.